Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es speziell um Instagram-Vertikal-Videos, beziehungsweise wie könnt ihr die in Final Cut X Pro in meinem Schnittprogramm bearbeiten und exportieren, damit die so richtig geil aussehen, wie die eben auf Instagram gezeigt werden. Ihr seht selber, diese Hochformat-Videos kommen viel, viel cooler als die Videos, die einfach nur als kleines Quadrat auf Instagram gezeigt werden. Instagram ist einfach ein vertikales Format und deswegen macht es auch Sinn, die Videos vertikal da auszugeben. Ich habe jetzt gestern mal einen kurzen B-Roll-Clip gefilmt. Da geht es ums Holzhacken und Feuermachen. Ich habe das Ganze im Querformat gefilmt und es eignet sich jetzt sehr gut, um euch zu zeigen, wie drehe ich die Bilder und exportiere sie für Instagram. Ich sage jetzt aber erstmal Film ab für meinen B-Roll. Mein aktuelles Full-HD-Projekt habe ich jetzt geöffnet. Als erstes müsst ihr für den Porträtmodus die Videoauflösung ändern. Das macht ihr wie folgt. Ihr geht in die Projektdatei, klickt die einmal an und ändert hier rechts im Fenster das Videoformat auf angepasst und wählt hier 1080 x 1350. Ich blende jetzt mal hier links das Fenster aus, das brauche ich nicht mehr. Okay, jetzt seht ihr habt oben und unten noch Platz und das Bild müsste jetzt eigentlich gestreckt werden. In dem Fall ist es jetzt kein Problem, wenn ich in 4K gefilmt habe, habe ich immer noch genügend Qualität übrig, das Bild zu strecken. Ihr könnt jetzt auf die Sequenz klicken und auf Skalieren gehen, 230%. Hier könnt ihr es noch nach euren Wünschen zurechtschieben, wo es denn dann sein soll. Oder ihr verwendet einen Adjustment Layer. Ein Adjustment Layer ist eine Einstellungsebene, die zeige ich euch mal, die findet ihr hier unter Titel. Könnt ihr hier so drüber schieben, über das ganze Projekt und sagt, bitte alle Sequenzen sollen hochskaliert werden auf 230%. Da spart ihr euch super viel Arbeit. Ihr seht, die Bilder sind alle auf das richtige Format schon hochskaliert. Diesen Adjustment Layer, den gibt es leider nicht standardmäßig in Final Cut X Pro. Den müsst ihr euch runterladen. Der ist wirklich for free überall im Netz verfügbar. Zum Beispiel unter Ripple Training Adjustment Layer. Ich verlinke den Link unten in der Beschreibung und den könnt ihr euch hier runterladen und installieren. Wenn ihr das gemacht habt, ist der Adjustment Layer hier unter Titel, wenn ihr Final Cut nochmal neu startet, vorhanden. Ja, und wenn ihr jetzt happy mit dem Ergebnis seid, dann geht es an den eigentlichen Export. Dafür geht ihr hier oben einfach rechts auf den Export-Button, wählt Apple-Geräte 1080p aus, benennt das Ding Instagram Video Test. Hier in den Einstellungen belasst ihr es auch auf H.264, auf der Codierung, mit der kann Instagram gut arbeiten. Und dann einfach nur auf Exportieren, weiter, Schreibtisch und jetzt wird das Video schon exportiert. Jetzt müsst ihr das Video nur noch auf das Handy bringen in verlustfreier Qualität. Das funktioniert am Mac über AirDrop. Mache ich mal einen Finder auf, gehe auf AirDrop, ziehe mir die Datei hier. Ah, jetzt hat er mein iPhone schon gefunden und schon ist die Datei hier auf meinem Handy gelandet. Läuft, würde ich sagen. Immer scharf, Hochformat. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Bearbeiten eurer Videofiles für Instagram und verwendet wirklich diesen Adjustment Layer. Er ist eine super hilfreiche Geschichte, weil er einfach sehr viel Zeit spart. Keine große Sache, das Ding zu installieren. Vor allem, das Ding ist for free. Wenn euch das Video was gebracht hat, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Und ich sage jetzt Servus, euer Siggi.